Mein Name ist Sarah Brigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Jemand hat mich gebeten, die Emma anzuhören von The Voice Kids. Das mache ich gerne gleich. Übrigens könnt ihr mir immer Vorschläge unten lassen in den Kommentaren, was ich mir als nächstes anhören soll oder wen ich mir als nächstes anhören soll. Und was mich auch total wundern nehmen würde, was war eure Lieblingsaudition bis jetzt und wieso? Aber jetzt gehen wir da mal zu der Emma. You got me? Haley, I know you miss your mom. And I know you miss your dad. When I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad. Even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry. Wow, was für ein Start. Super Englisch, super Flow. Ich habe es jetzt gerade nicht so erwartet. Mega. Sie macht das super. Sie ist so tight und wunderbar. Also wir sind ja in einem Viervierteltakt. Mega gut, mega präzise Betonungen auf 1 und 3. Und genau, also super, wie sie mit der Dynamik spielt, also mit der Lautstärkenveränderung und eben wie sie halt betont. Mega! Was? Und jetzt singt sie auch noch so gut? Ha? Mega gut gesungen. Und vor allem, was halt so krass ist, weil sie vorher auch nicht viel atmen konnte, sie musste super stützen, also sie brauchte einen guten Support, gute Arbeit mit der Atmung, dass sie nachher überhaupt so singen kann. Das klingt wahrscheinlich, denken die Leute, das ist total easy, man switcht einfach. Also überhaupt nicht easy, gerade auch wenn man zu wenig Luft hat. Dann könnte es sein, dass man flat ist, dass man nicht richtig intoniert, die Töne nicht richtig trifft. Und sie ist da spot on. Mega! Also das ist was sowieso. Atmung, Stütze ist was, ist etwas vom Wichtigsten beim Singen, beim Rappen sowieso. Ich kann da auch gerne darauf verweisen, wenn du oder ihr, wenn ihr es gerne lernen möchtet, wie man eigentlich solche technischen Dinge macht. Ich habe eine extra Homepage, www.entdeckedeinestimme.de, mit über 130 Videos. Dort kann man alle diese Dinge lernen. Und das ist wirklich, das sind so die wichtigsten Basics, wenn man wirklich gute Sängerin, guter Sänger sein möchte. Money. Dad and Daddy went to California with a CD and met Dr. Dre and flew you and Mama out to see me. Daddy had to work, she went, Mama had to leave me. Then you started seeing Daddy on the TV. Mama didn't like it, and knew when Lainey was the young one understand it. Papa was the Rolling Stone, Mama developed a habit in it all happened. Ja, zum Beispiel, das ist auch eine Stelle, wo man super hört, wie kontrolliert sie es mit der Atmung. Was waren die Worte? Developed a habit in it. Weil eigentlich würde man... Viele würden dort Luft holen, irgendwie, was war's, Mama developed a habit, sage ich ja quasi fertig oder ein Komma. Und sie geht da wunderbar weiter, developed a habit, Janet, weil sie genug Luft hat und das macht eben diesen tollen Flow aus. Also auch das Englische ist wirklich sehr, sehr gut. Too fast be the one of us to grab it. I'm just sorry you were there. Had to witness it for sin, cause all I ever wanted to do was make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just shifts me out. Ich mag auch den Punch, den sie hat jetzt dort gerade bei proud. Da kam so viel Luft ins Mikrofon. Eigentlich Dinge, die man sonst beim Singen vermeidet, aber ist natürlich hier auch irgendwie ein Ausdruck von Emotionen. Also hier finde ich, es ist super cool, hat es gerade super gepasst. Hey, ich mag die Audition mega. Jetzt denke ich auch gerade, das ist auch wirklich mutig, weil Eminem ist natürlich wirklich oberste Messlatte, also Weltrekordhalle, ich weiß nicht, ob immer noch, aber er hielt mal den Weltrekord in Rap God
für die meisten Wörter in einem Song. Ich glaube, es waren irgendwie über 1.500 Wörter in 6 Minuten. Und die alle unterzubringen, die rhythmisch unterzubringen, das gut zu machen, das ist echt oberste Liga. Und die Emma macht's super gut. Ja, und dann geht sie noch hoch und macht noch eine kleine Variation. Hey, top, 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 alles richtig gemacht. Und kleine Variation auch noch im Phrasing, noch ein kleines Vibrato am Schluss, wenn sie singt. Emma, you go girl! Hey, was war denn das bitte für eine mega Audition? Super gut, super gut. Hey, 100 von 100 Punkten würde ich sagen. Attitude, Rhythmik, Wechsel zwischen Rap und Gesang. Bei beiden stimmt das Phrasing. Dynamische Variationen sind drin, tonale Variationen sind drin. Eine absolute Sicherheit. Dabei noch eine ganz süße, sympathische Ausstrahlung. Hey, viel besser hätte man das nicht mehr machen können. Also, wenn das mal nicht eine Favoritin ist, mega, mega, mega. Jetzt habe ich gerade auch Lust, mir nochmal eine Audition anzuhören. Ich werde, glaube ich, gleich noch was Nächstes anhören. Auf jeden Fall, wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr solcher Videos sehen möchtest, lass mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Bis dann. Ciao.